Wie ihr ja wisst, habe ich einen Mercedes-Benz R-Klasse mit sage und schreibe 420.000 Kilometer als YouTube-Projektauto angekauft. Natürlich hat so ein Patient hier und da auch seine Mängel und das bedeutet für mich und meinen Sohn Carlos, diese heute zu beheben. Drei Punkte sind somit auf der Tagesordnung. Zum einen tauschen wir den Bremssattel, da hier ein Bremskolben nicht mehr funktioniert und feststeckt. Dann wechseln wir das Motoröl mitsamt dem Ölfilter und zu guter Letzt auch noch die Stützbatterie, welche sich im Fahrerfußraum befindet, denn im Cockpit wird immer bei Neustart Pre-Save ohne Funktion angezeigt. Somit viel Spaß mit dem neuen Video auf unserem Kanal. Einen wunderschönen guten Tag hier aus der YouTube-Halle aus Lambach, Oberösterreich von Plutonium Performance bzw. Plutonium Cars. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Carlos. Und heute machen wir was? Bei der R-Klasse die Bremsflüssigkeit abpumpen und den Bremssattel wechseln. Nicht ganz richtig, aber fast richtig. Wir werden den Bremssattel tauschen und dazu müssen wir die Bremsen entlüften. Und dazu muss man dann, beziehungsweise einer sitzt im Auto, tut ein bisschen pumpen, pumpen. Das mache ich. Und der andere tut dann unten am Bremssattel entlüften. Und oben muss man ein bisschen Bremsflüssigkeit nachgeben. Der Bremssattel, weißt du was, hol den mal, der liegt da drüben. A few moments later. Der Carlos hat jetzt den Bremssattel geholt und zwar, wenn man hier hinschaut. Das sind die Bremskolben. Ja, du musst es ein bisschen höher heben, dass man das gut sieht. Hier haben wir zwei Bremskolben und bei dem Bremssattel hier bei der R-Klasse ist der eine Kolben fest und funktioniert nicht mehr richtig. Deswegen müssen wir hier diesen Sattel tauschen. Hol mal die Batterie. Was glaubst du denn, für was wir diese Batterie hier brauchen? Also es ist auf jeden Fall eine Stützbatterie mit 12 Volt. Eine Stützbatterie, das steht da drauf. Ja, ja, das hast du gut gemacht, ja. Es ist so, der Wagen hier hinter uns, der hat eine Pre-Save-Funktion. Und im Beifahrerfußraum unter dieser ganzen Fußaufbaumattenkonstruktion ist diese Batterie neben ein paar Steuergeräten verbaut, die eben dann diese Pre-Save-Funktion, ja, funktional macht. Okay? Die müssen wir auch tauschen, weil die andere ist leer. Deswegen haben wir folgende Fehlermeldung. Das zeige ich euch schnell mal. So, Service B, das machen wir auch gleich mit. Ölwechsel werden wir machen. Siehst du, hier haben wir es. Pre-Save ohne Funktion. Siehe Betriebsanleitung. Was ist Pre-Save eigentlich? Das erkläre ich dir nachher. So, was ist das hier, Carlos? Das ist der Ölfilter. Oh, der ist aber gut zu. Jesus Maria. Jesus Maria und Josef. Wir hatten den zugemacht. Keine was ist das hier? Ölmessstab. Was ist das hier? Da, wo das Öl reinkommt. Genau, das heißt, was machen wir jetzt hier noch nebenbei? Genau, wir werden den Bremssattel, wie gesagt, tauschen, die kleine Batterie tauschen und wir machen einen richtigen, schönen Ölwechsel hier. Dann nehmen wir das Auto hoch und machen unsere Arbeiten von unten. Perfekt. So, dann jetzt kommt die Unterbodenabdeckung weg. Genau, jetzt machen wir hier vorne frei, dass wir an die Ölablassschraube dran kommen. So, noch eine. Und da noch eine. So. Zack. Dann machen wir da runter. Guck mal, was auch wichtig ist, film mal hier drauf. Das ist immer ganz wichtig anzuschauen. Siehst du irgendwelche Flüssigkeiten? Nein. Also, das heißt, der Motor ist? Perfekt. Wie perfekt? Nass oder? Trocken. Genau, Motor ist trocken. Das heißt, es ballert da nichts raus. Schaut mal her. Hier haben wir jetzt den Ölfilter. Der sieht auch gut aus. Ich habe im letzten Späne, gar nichts. Da können wir reingucken. Na, sind keine Späne, gar nichts. Aber im letzten Ölfilter haben wir ja gesehen vom Crafter, der war komplett verformt. Warte mal, vielleicht habe ich den noch. Na, den habe ich nicht mehr. Oder habe ich noch? Nee, ich habe nicht mehr. Ja, das kann ich vielleicht kurz einblenden aus dem letzten Video. Was ja auch immer noch ein gutes Zeichen ist, dass sich Kühlwasser dem Öl etwas beigemischt hat, sind diese Verformungen hier des Ölfilters. Ihr seht, der ist nicht mehr so schön gerippt. Ich zeige euch mal den neuen, wie das ausschaut. So muss das eigentlich bei einem Ölwechsel aussehen, halt bloß schwarz. Ihr seht, der ist picobello grad und genau so sollte das eben aussehen nach dem Wechsel. Und dadurch, dass der jetzt hier so verformt ist, da könnt ihr drauf, ja, eine Wette lassen,
dass halt hier eben dieses Kühlwasser, was da mit drin war, dann verformt er sich so. Aber ich schaue, oh, der ist auch richtig schön hart. Also der ist nicht mehr so schön elastisch, wie es sein soll. Aber wenn man hier so reinschaut, zum Glück keine Späne, kein gar nichts. Also der Motor selber ist top in Ordnung. Und der Ölwechsel, wie auf dem Blatt von MAN beschrieben, vorhin eingeblendet, seht ihr ja definitiv absolut notwendig. Ihr seht auch von dem hier, von der Form, ist ein bisschen zusammengegangen auch. Das ist also ein ganz klarer Hinweis, dass hier eben das Kühlwasser durch das defekte AGR oder durch den defekten AGR-Kühler durch den Abgasbereich durch ist und somit auch das Motorenöl in Mitleidenschaft gezogen hat. Und deswegen ist der Ölwechsel definitiv zwingend notwendig. Da hat man gesehen, dass praktisch Kühlflüssigkeit mit ins Öl reingekommen ist. Und deswegen war der Ölfilter nach so kurzer Zeit schon komplett verformt und verzogen und verbogen. Und wenn praktisch das Ölsystem in Ordnung ist, dann sieht ein Ölfilter praktisch so aus bei einem Ölwechsel. So, lieber Carlos, was ist das hier? Das ist die Ölablassschicht. Richtig, richtig. Bisschen Liebe könnte, ja, das ist oberflächlich, das ist halb so wild. Aber ein bisschen Liebe könnt ihr gebrauchen hier. Da müssen wir noch dran an den Bremssattel. Das hier ist der Bremssattel, den müssen wir tauschen. Das hier oben ist eben die Bremsleitung, da müssen wir nachher dran. Und hier an dem Punkt da oben wird entlüftet. Okay? Aber wir machen jetzt erst den Ölwechsel fertig. Jetzt geht's gleich los. Achtung, baff. Aha. Hat super funktioniert, siehst du das? Ja, bin schwarzer Rauch, also Ölwechsel ist definitiv geliebt. Ja, auf jeden Fall. 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 So, jetzt gluckert es schön. Und was ist wichtig noch? Was ist wichtig, bevor man das Öl rauslässt? Was wichtig ist, bevor man das Öl rauslässt? Ja. Vielleicht die neuen Dichtringe beim. Ja, da kommt nachher ein neuer Kupferring rein, aber bevor man das Öl rauslässt, was ist wichtig? Schauen, dass nirgendwo hintropft. Nee. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ich stelle mal eine andere Frage. Wenn ich jetzt das Auto über Nacht geparkt habe, auf der Hebebühne und nehme es hoch, kann man dann sofort das Öl ablassen? Ach so, nee, dass man es erstmal warm fährt. Richtig, genau. Also du brauchst auf jeden Fall eine gute Temperatur, dass das Öl schön flüssig ist und schön, weißt du? Und dann läuft es wunderbar ab. Bei Whistling Diesel war es ja auch mal so, der hat ja so einen riesigen Megabagger gekauft, der ja 20 Jahre lang in der Kälte rumgestanden ist. Und die haben erstmal ein Feuer unter dem Bagger machen müssen, dass das Öl erstmal flüssig wird. Stimmt, genau, das Video habe ich auch gesehen, hast du recht. Vielleicht finden wir ja den Ausschnitt, das können wir ja kurz einblenden. Heftig. Genau. You got real fire. Don't burn this some bitch down. He's plenty warm. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir, solange das Öl hier schön auströpfelt und ausläuft, können wir ja schon mal vorbereiten, dass wir den Bremssattel hier runternehmen, beziehungsweise das Rad mal runternehmen und mal die Vorbereitungen treffen. Ja, die Radschrauben, die habe ich ja schon gelockert, ne? Genau, am Boden hast du die vorhin gelockert. Und ich nehme jetzt nur noch raus. So, erstmal vier. Vorsichtig. Die tun wir alle hier hinlegen. So, und jetzt wird es ein bisschen schwierig. So, das auf die Seite. Huja! Huja! Schweres Vieh hier, 20 Zoll. So, da haben wir hier schon mal frei. Das stellen wir auf die Seite. Ich muss mir vorstellen, wie schwer die 24 Zoll Räder bei Brabus sind dann. Ja, die sind schwer natürlich. Naja, es sind ja Carbonfelgen, aber so generell einfach. Genau. So, ist eigentlich gar nicht so schwer. Das heißt, Bremssattel runter, zwei Schräublein, dann den Schlauch weg, umtauschen. Und irgendwer muss halt rein ins Auto und muss pumpen. Später dann pumpen, aber vorher müssen wir noch das Bremssystem blockieren. Das heißt, da werde ich eine Stange aufs Bremspedal machen, dass einfach da Druck drauf ist. Und dann kann man das öffnen und dann läuft keine Bremsflüssigkeit raus. So, das heißt, ich fummel das jetzt mal auseinander und du hilfst mir dann dabei, okay?
Ich habe jetzt die beiden Schrauben hier aufgemacht. Das ist eigentlich alles. Hier habe ich die Spange weggemacht. Und jetzt braucht man im Prinzip nur mit einem großen Schraubendreher da reingehen und kann den Bremssattel runterziehen und bei dem Modell hier einfach hier oben mal hinlegen. Und genau diese Bremsleitung müssen wir nachher wegnehmen und an den anderen Bremssattel dran bekommen. Die Belege, seht ihr, die sind noch nagelneu. Die müssen dann hier entnommen werden. Die habe ich erst gewechselt gehabt und dabei eben festgestellt, dass eben der eine Bremskolben nicht richtig funktioniert. Und das müssen wir halt dann in den anderen Bremssattel übernehmen. Zwischendrin jetzt kurz noch hier der neue Ölfilter. Und was ganz wichtig ist, immer das Kupferringerl austauschen. Und ich fürchte, das dürfte das hier sein. So, das ist das alte, das hauen wir nachher weg. Das können wir auch wieder wegtun. Wie du siehst, jetzt hat es aufgehört zu dribbeln. Das heißt, jetzt kommt die Schraube wieder mit dem Kupferring hier rein. Und rein in die Ölfilter. Genau, und dann ziehen wir das mit 25 Newtonmeter noch fest. Achtung, lass mich schnell das Werkzeug holen. Da brauchen wir einen Drehmomentschlüssel dafür. Richtig, ja? Richtig. Weil ich will hier unten erstmal fertig machen, damit ich das Auto runternehmen kann und besser an den Bremssattel da dran komme. Verstehst du? Ja. So, Achtung. Hast gehört? Ja. Jetzt ist es 25 Newtonmeter. Genau, 25 Newtonmeter. Und hier tun wir, hoppsala. Ist die jetzt runtergefallen? Die Nuss. Uiuiui. So. Und hier tun wir noch ein bisschen mit Rostschutzspray. Gehen wir hier noch ein bisschen drauf. Siehst du das? Ja, da. Moment, da gehen wir noch ein bisschen mit Rostschutz drauf. Das hole ich noch schnell. Dann machen wir unten zu. Und dann sind wir unten auch schon fertig. Und dann gehen wir final an die Bremse und füllen oben noch das Öl rein. Okay? Beziehungsweise wechseln den Ölfilter noch. Übrigens, für solche Geschichten hier, schau her, nehme ich immer gern dieses Brunox. Das ist gar nicht schlecht. Ich bin eigentlich mit dem über viele Jahre sehr zufrieden und tue dann halt die paar Teile, die tue ich halt damit ein bisschen, ja, die Rostumwandlung herstellen. Siehst du das? Da kann man immer bei jedem Service mal ein bisschen dazugeben. Ja, das reicht eigentlich schon. Da, wo man halt, rostige Stellen sieht, da geht man ein bisschen drauf. Das schützt das Ganze. Und macht das ein bisschen langlebiger. Sonst noch irgendwo. Da. So. Haben wir sonst noch irgendwo was? Carlos, lässt du das Auto mal runter? Of course. Mittlerer Knopf, du weißt Bescheid. Unten haben wir wieder alles dicht gemacht. Das heißt, wir können jetzt ein Stück weiter runter, bis ich Stopp sage. Jawohl. Mach mal die Sachen alles in einem Abwasch heute. Jetzt kriegt die R-Klasse die finale Pflege. Totwinkelassistent funktioniert schon. Da gab es ja auch schon ein Video dazu. Aber du musst dir vorstellen, die Höhe reicht mir. Das passt. Unser Pflegekind, würde ich jetzt mal sagen. Projektauto hier auf YouTube auch, ja. Ne? Und das Lustige ist ja, was haben wir dafür bezahlt? Wir haben bezahlt für den R350. Ja. Da war ich beim Kauf nicht dabei, musst du sagen. 8.000 mit 424.000 Kilometer gelaufen, aber Checkheft gepflegt bei Mercedes, alle Service gemacht, bis 393.000 Kilometer nachweislich bei Mercedes. Dann den letzten Zettel, was ich rausgenommen habe, war bei 315.000 und jetzt machen wir bei 415.000, Entschuldigung. Und jetzt machen wir bei 424.000 2024 machen wir wieder einen Service. Und die paar Sachen, die halt notwendig sind. Ja. Dann funktioniert aber auch wirklich alles bei dem Auto. Alles. Ich habe jetzt ein Stück Holz zwischen Sitz und Bremse geklemmt. Und ihr seht hier ganz genau, der eine Kolben ist nur ausgefahren und der hier macht gar nichts. Das ist auch der Grund, warum wir das Ding tauschen. Das heißt, der sitzt ja eh noch locker drauf. Ich werde jetzt hier diese Bremsleitung
runternehmen und auf den hier drauf montieren. Dann kommt der Sattel wieder drauf. Dann werden wir noch entlüften und dann ist die ganze Chose schon gelaufen. Wichtig ist, dass ihr den Bremssattel um die eigene Achse dreht, damit der Bremsschlauch hier nicht sich verdreht oder halt abgeknickt wird. Da muss man halt hier den Bremssattel ein paar Mal um die eigene Achse drehen. Und dadurch, dass jetzt drinnen das Bremspedal blockiert ist, kommt hier keine weitere Bremsflüssigkeit raus. Und so verliert man auch nicht viel Bremsflüssigkeit. Ich drehe wieder den Bremssattel schön um die eigene Achse, bis die Bremsleitung anliegt. Und dann brauche ich sie nur mit einem 14er Schlüssel wieder festziehen. So. So, jetzt ist sie fest. Seht ihr, jetzt verdreht sie sich. Das brauchen wir nicht. Das heißt, genau auf der Position müssen wir dann rein. Aber vorher müssen wir den Bremsbelag wieder da reinklipsen. So, komm schon. So. Dann, wenn wir schon voneinander haben, schmieren wir es auch wieder ein bisschen ein. Was verhindert das, Carlos? Hitze, also so, dass es anfängt zu glühen. Nee. Warum macht man da ein bisschen Schmiere hin? Keine Ahnung. Damit es nicht quietscht beim Bremsen. Ne? Und dass es hier immer schön, wie soll ich sagen, brauchen wir noch ein bisschen. Da, so, jetzt hat. So. Hier hinten mache ich auch noch gerne ein bisschen drauf. So, dale. Dann hängen wir das gleich mal hier rein. So, dale. Und jetzt hier da rein. Jawohl, jetzt sitzt richtig beieinander. Das passt auch. Jetzt ziehen wir das noch fest. Brauchen wir wieder einen 14er Schlüssel. So, jetzt dale. Und jetzt schön festziehen. Jawohl, der ist fest. Jetzt haben wir es soweit beieinander. Das heißt, alles noch fixieren und entlüften. Und dann tun wir noch das Öl einfüllen. Und dann sind wir, die Batterie müssen wir dann noch machen für das Pre-Save. Ne? So, Carlotti, Carotti, pump mal ein bisschen. Pumpen, schön pumpen. Noch ein bisschen. Stopp. So, nochmal pumpen. Gut, 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 gut. Warte. So. Und schon sind wir hier fertig. Da oben haben wir zu. Jetzt müssen wir noch die Bremsflüssigkeit prüfen, ob das passt. Das Beppal kommt wieder hier oben drauf. So, dann, warte mal kurz, brems mal. Jawohl, hier, funktioniert. Perfekt, nochmal bremsen, loslassen. Na, loslassen. Genau, und jetzt bremsen. Jawohl, passt. Sehr gut. Dann das Radl wieder drauf. Und nachher tun wir es noch, wenn am Boden ist, mit dem Drehmomentschlüssel anziehen. Ne? So, jetzt kannst du mal ganz runterlassen. Und schau, hier haben wir schöne Bremsflüssigkeit. Da werden wir dann auf den richtigen Bremsflüssigkeitsstand auch noch auffüllen. Ne? Wo füllt man das eigentlich auf? Am Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit. Ah. Zeige ich dir. So, siehst du das? Das ist der Vorratsbehälter. Ja? Guck mal, und jetzt, so, bis hier haben wir ungefähr die Bremsflüssigkeit. Das ist so etwas über Minimum und wir müssen aber bis Maximum auffüllen. Ja? Ja. Und das machen wir jetzt noch. So, da fehlt ordentlich was. So, gehen wir kurz unter Maximum. Zack. So, jetzt sind wir kurz unter Maximum. Das passt. Dann den Deckel wieder drauf. Jawohl. Jetzt ist wichtig, bevor wir den Ölfilter reinmachen, schau mal her, diesen Gummi hier runternehmen. Siehst du das? So, erster Gummi, dann neuer Gummi. Und der muss halt hier richtig schön in diese Führung, siehst du die? Mhm, die zweite ist das. Ja, da ist halt extra so eine dicke Führung, wo dieser Gummi reinkommt. Da kann man ein bisschen mit dem alten Öl, kann man das ein bisschen zuschmieren, damit es nachher wieder schön reinrutscht. Ja, und hier vorne, wenn du mal schaust, hier vorne haben wir auch noch einen. Den müssen wir auch noch runterpopeln. Siehst du das? Zack. Und da kommt hier der kleine neue Gummi drauf. Auch ein bisschen mit Öl machen. Und dann, zack,
Schau her, schöner neuer Filter. Hier kann man immer nachlesen, von wann der Filter ist. Das ist auch immer ganz interessant. Der ist jetzt schön von Februar 24. Made in Herzegowina. Ja, irgendwas. So, bis er klackt. Hast du gesehen? Klackt. Und jetzt, Achtung, jetzt geht es hier rüber. Und dann wird er wieder eingeschraubt und auch mit 25 Newtonmeter dann letztendlich angezogen. Und dann können wir das Öl einfüllen. Okay? So, jetzt noch einen Drehmomentschlüssel holen. Warte, Achtung. Hörst du das? Mhm. Der ist fix, das passt. Und dann kann man mit Bremsenreiniger das da noch schön sauber machen. Alles schön sauber. Und wir hängen dann nachher einen schönen Zettel dazu. Tun dann auch den Service resetten im Cockpit, damit der wieder von vorne anfängt zu zählen. Aber erstmal müssen wir noch das Öl einfüllen. Jetzt sind wir wieder in unserer schlauen Software hier von Gutmann. Technische Daten. Zack. Motor und Füllmengen. Und hier haben wir jetzt dann, Achtung, Achtung, mit Ölfilter steht hier ganz klar 8,5 Liter. Das und, ist viel. Ja, und die Freigaben 229, 52, da kann man jedes 5W30 reinballern. Das ist super. Also, da wissen wir Bescheid. Hier stehen auch nochmal Ölfiltergehäuse, Deckel festziehen, 25 Newtonmeter, Ölschraube 30 Newtonmeter. Okay, ich habe es mit 25 Newtonmeter festgezogen, das passt auch. Das ist jetzt nicht so wild, aber hier haben wir 8,5 Liter und das Öl haben wir auf Lager. Perfekt. Also 8,5 Liter mit Ölfilter. Also wie jetzt hier 8,5 Liter Öl reinkommen, das könnt ihr mir zutrauen. Das werde ich jetzt nicht filmen. Wir machen das jetzt schnell und dann gehen wir noch auf die Beifahrerseite und tauschen eben diese kleine Batterie im Fußraum vom Beifahrer. Denn dann dürfte normalerweise dieser Pre-Save-Fehler im Cockpit noch verschwinden, der kommt, wenn man das Fahrzeug frisch startet. Öl ist fertig eingefüllt, dann mess mal. Zieh mal ganz raus. Vorsichtig, gleich mal mit dem Lappen da dran gehen. So, einfach jetzt mal komplett rausnehmen. Vorsichtig, nicht spritzen, nicht biegen, gerade rausziehen. Gerade rausziehen, den linken Arm ausstrecken. Nicht biegen, den Stab. So, vorsichtig, schau her. Und jetzt siehst du, perfekt, Volltreffer. Siehst du das? Volltreffer. Also ich habe davor schon abgeputzt gehabt, muss man dazu sagen. Ist also sauber gefüllt. Jetzt wischst du das gerade nochmal ab. Machst es nochmal rein. Jawohl. Siehst du, schön abgewischt. Jetzt guck mal noch einmal. Ganz fix rein. Der muss ganz rein. Jawohl, nochmal rausziehen. Und wieder mit dem Lappen hier hingehen mit der zweiten Hand. Komplett rausziehen. Nicht verbiegen, genau, das will ich, dass du das vermeidest, weil wenn du den so biegst und der kommt dann raus, dann spritzt so das restliche Öl dahin. Hast du gesehen? So, perfekt. Also, rein damit. Warte. Rein damit. So, fix, fertig. Ölwechsel. Was passiert eigentlich, wenn man das da offen hat und der Motor startet? Dann spritzt es raus. Dann spritzt es raus, früher oder später. Ja. Beziehungsweise er kann auch keinen Unterdruck aufbauen. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt fertig. Auf jeden Fall. Da machen wir zu und jetzt gehen wir an die Beifahrerseite und tauschen noch das Batteriechen. So, jetzt schauen wir kurz, was für ein Datum wir haben. Den 20. April. Schau, und hier unten tragen wir jetzt ein. Und zwar Arbeiten durchgeführt am, das ist der 20.04.24. Und du hast vorhin gesagt 424, 499, gell? Mhm. Also 424,499 und der nächste Service machen wir dann laut Anzeige, weil wir werden noch die ganze Sache zurücksetzen und hier kommt jetzt noch unser schöner Stempel drauf. Wow, der ist jetzt ein bisschen verrutscht, aber ist egal. Dann meine Unterschrift und das hängen wir nachher mit ins Auto. Gehen wir hier zurück, Service Rückstellung. Das müssen wir auch wissen. Aha, sieht nach unserer R-Klasse aus, oder? Weißt du was, das druckt man es aus und dann werden wir das nachher am Fahrzeug Stück für Stück machen, weil das ist bei jedem Fahrzeug verschieden. Service-Rückstellung. So, da haben wir dann zwei Seiten. Da drucken wir hier Apfel P und zwar alle Benutzer definiert von 2 bis 3 und das Ganze machen wir ausnahmsweise in Farbe und zack.
Und natürlich tragen wir den Service von dem Fahrzeug mit der Laufleistung und dem heutigen Datum in die digitale Mercedes-Benz Surfer-Datenbank ein, weil wir viele Mercedes-Fahrzeuge machen. Von daher ist dann die Service-History auf dem digitalen Server von Mercedes für das Fahrzeug immer noch lückenlos und nahtlos gepflegt. Was musst du jetzt noch machen, bevor wir diese Batterie im Beifahrerraum tauschen? Was haben wir unten gehabt? Was haben wir runtermontiert gehabt vorne links? Den Reifen. Genau. Drehmomentschlüssel. Ja, genau. Da müssen wir noch nachziehen, ne? Mit wie vielen Newtonmeter? 175? 150, genau. 150, ja. Da nimmst du, nicht den, der rote. Der rote, den da? Der rote, jawohl. Dann hier haben wir auf dem Akkuschrauber haben wir die Verlängerung mit dem 17er drauf. Das machst runter, machst das da drauf. Jawohl. Und dann zeig mal, was du kannst. So, jetzt zeig mal. Jawohl. Über Kreuz, wie ich das bei, ja, genau. Habe ich dir schon mal beigebracht, ne? Erst richtig draufstecken und dann langsam. Jawohl. Perfekt. So, der nächste gegenüber, ja genau. So, und der unten noch. Jawohl, sehr gut. Jetzt das fahren wir runter von der Bühne, das kannst du auch machen. Jo. Aber erst die ganzen Ärmchen wegmachen. Mal gucken, ob jetzt die Pre-Save-Fehlermeldung kommt. Warte kurz. Warte mal, starte mal. So, mal gucken, ob er umschaltet, ob das Pre-Save kommt. Siehst du, hier haben wir es. Pre-Save ohne Funktion, siehe Betriebsanleitung. Was ist Pre-Save eigentlich? Das erkläre ich dir nachher. So, soll ich dieses Hermatik-Knöpfchen da? Brauchst du gar nichts machen, der pumpt sich hier automatisch hoch. Und, schau her, kannst rauskommen. Siehst du, hat sich schon hochgepumpt. Jetzt kannst du die Arme wegmachen und dann kannst du von der Bühne runterfahren. Genau so ist gerade, na, genau. Schön gerade. Noch die andere Seite. Guter Mann. Guter Mann, der Carlos, das wird mal ein super Mechaniker und hilft dem Papa immer super toll. Genau, Stuhl weg. Und Kollege, fahr mir nicht gegen den Wohnwagen und langsam. Gell? Einfach mal erstmal gerade zurückfahren, Scheibe runter machen, dass du mich hörst. Andere Seite auch am besten. Habe ich. Rückwärtsgang rein. So, dann komm, fahr mal über den Huppel. Nochmal, gib ein bisschen Gas. Jawohl, komm, jawohl, na komm, jawohl, sehr gut. So, und jetzt nach, genau, Schlag ein, nicht so stark. Jetzt wieder grad. Und zurück zu mir. Weiter, weiter. Ein bisschen einschlagen. Jawohl, komm. Und jetzt grad. Und jetzt komm. Sehr gut machst du das. Sehr gut. So kann stehen bleiben. Ausmachen, danke. Also mit dir kann man wirklich schon richtig gut arbeiten, Herr Kollege. Ja. Aha, Fahrzeugschein ist auch wieder zurück im Handschuhfach. Hier liegt noch unsere Reset-Anleitung. Und dann komm mal hier rüber auf die Beifahrerseite. Warte, ich muss erstmal die Fenster zumachen. Na, musst nicht, aber ist egal, kannst du auch lassen. Vorsichtig beim Aussteigen, dass du drüben nicht anbollerst, Musik ausmachen. Dann fahr mal den Beifahrersitz ganz nach hinten. Ist schon ganz hinten. Und nach unten. Dann machst du die Fußmatte raus vom Beifahrer. So, du hast gesagt, du erklärst mir diese Pre-Save-Funktion. Genau, mache ich gleich. Jetzt wechsle mal erstmal die Batterie. So. Dann die andere Fußmatte noch raus. Da sind ein Haufen Fußmatten drin. Wahnsinn. So. Und jetzt müssen wir die Verkleidungen hier wegmachen. Das mache ich dann, weil wir müssen unter diesen fetten Teppichboden drunter. Hier haben wir jetzt mal alles ausgebaut, rausgerissen und genau hier Schräublein aufmachen, Schräublein aufmachen, Schräublein aufmachen. Und darunter muss der ganze Spaß sitzen. Und die Schale hier ist weg. Und da sitzt die schöne kleine Batterie. Und genau die müssen wir tauschen. Die versorgt diese Funktion letztendlich, damit das Pre-Save wieder funktioniert. Und jetzt habe ich dir das extra rausgedruckt mit dem Pre-Save. Jetzt kannst du mal vorlesen.
Was ist Pre-Safe? Befindet sich dein Wagen während der Gefahrensituation im Stillstand? Im Stillstand wird er unmittelbar vor dem Aufprall festgebremst, damit der Vorwärtsruck geringer ausfällt und das Risiko eines Schleudertraumas für die Insassen deutlich reduziert wird. Hast du es geschnallt, um was es hier geht? Also es ist halt so, wenn dein Wagen halt in der Gefahrensituation halt nicht fährt oder eingeparkt ist oder weiß was ich, im Stillstand halt ist, dass er unmittelbar vom Aufprall festgebremst ist, damit halt die Insassen... Lest nochmal den Satz, dann checkst du es auch. Damit der Vorwärtsruck geringer ausfällt und... Was ist der Vorwärtsruck? So. Genau, so. Und da kriegst du nämlich hier hinten im Genick ein perverses, ich habe das schon gehabt, mir ist mal einer mit 130 Sachen ungebremst hinten reingeballert. Hat 7 Autos zusammengeschoben, ich war das erste Auto und ich bin 8 Wochen mit einer Halskrause rumgelaufen, weil ich habe so höllische Genickschmerzen gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn ich nur einen Millimeter das Genick bewegt habe, habe ich gedacht, ich stirb. So stark ist dann dieses Schleudertrauma, das nennt man Schleudertrauma. Gecheckt? Pre-Safe ist im Prinzip das, was im Nacken dann... Na, er versucht halt, diesen Aufprall etwas zu dämpfen durch dieses System. Der Wagen ist halt damit ausgestattet, das heißt, soll es mal ballern, dann versucht er halt ein bisschen dein Genick zu schonen. Also das versteht man unter Pre-Safe. Nach vorne zu rucken. Er bremst das Fahrzeug fest, um den Aufprall praktisch ein bisschen zu dämpfen. Gell? Alles klar? Alles so, klar. Dann tauschen wir die Batterie aus. Hol mal die Batterie her, bitte. Also sollte das mal bei euch kaputt sein, das Ganze nennt sich auch Stützbatterie. Die hat 12 Volt und 1,2 Amperestunden. Die tausche ich jetzt hier aus. Hier haben wir jetzt das alte gute Stück. Das neue ist eingebaut. Die hat halt den Geist aufgegeben und hier muss man halt auf die Polung achten. Manche haben den Plus auf der anderen Seite. Also ihr seht hier Plus rechts, schwarz, Minus links. Und hier ist es genau umgekehrt. Da muss man halt nur drauf achten. Ist es noch die Batterie ab Werk? Das ist noch die Batterie ab Werk 2012. Ja, die darf auch mal den Geist aufgeben. Ja. Dann machen wir mal die Probe aufs Exempel. Start mal das Auto und guck mal, ob die Fehlermeldung noch kommt. Weil wenn nicht, müssen wir noch resetten mit der Star-Diagnose. Start das Auto und schau mal, die Serviceanzeige kommt wahrscheinlich noch, ne? Ja, Serviceanzeige. Und? Pre-Safe ohne Funktion. Kommt noch? Ja. Also, dann müssen wir das dann noch später mit der Star-Diagnose resetten. Okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Ja. Ja, war doch erfolgreiche Arbeit hier an der R-Klasse. Ölwechsel gemacht, Pre-Safe-Batterie getauscht. Bremssattel getauscht. Bremssattel getauscht. Papa muss jetzt noch das hier zusammenbauen. Und dann gehen wir ins wohlverdiente Wochenende. Also, das war's für heute. Mal wieder ein bisschen Schrauber-Content. Vielleicht habt ihr es gut gefunden. Von daher bitte Daumen nach oben dalassen. Unsere Videos in voller Länge anschauen. Und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Na hör! Nein, Pien! Helvete strid alltså! Det skulle ha varit med en gång! Inge öra och hejle drit det här! I fans kondomer med dig pinare lejo och knajsa på det här kombatörer! Forbä... Ah! Yeah.